Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und heute gibt es mal wieder einen Auto-Verschenken-Glitch. Und zwar an Freunde, wie ihr Autos an Freunde verschenken könnt. Und zwar mache ich es heute hier mit dem lieben Marvin. Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Es geht, also von daher. Dieser Glitch geht zu zweit. Das ist jetzt klar. Den Glitch könnt ihr zu zweit machen. Und den hat mir Marvin gestern gezeigt und er hat mir auch mit diesem Glitch diesen Scramjet dort. Ja moin, der ist weg. Er hat mir auf jeden Fall einen Scramjet geschenkt und noch ein weiteres Auto. Und was ihr dafür braucht, ist eine mobile Kommandozentrale. Und in der mobile Kommandozentrale muss ein Energy drin stehen. Und wenn ihr das soweit gemacht habt, dann steigt ihr in diesen Energy ein. Und euer Freund muss natürlich mit einsteigen. Und wie auch schon beim letzten Glitch, müsst ihr an den letzten Punkt fahren, wo euch diese Meldung oben links angezeigt wird. Wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr die Schritte weiter, die euch jetzt Marvin sagt. Marvin, erzähl mal bitte. Jetzt tut euer guter Freund jetzt bei CEO euch anmelden. Aktivist genau macht es gerade mal. Das heißt, ich melde mich jetzt bei der CEO an. Ja, dann lad ihn ein. Und jetzt geht hier ganz einfach der Freund, der es eigentlich möchte, muss auf die eine gehen, kann nicht bestätigen. Und der Freund, der es auch bekommen soll, geht auf zurücktreten, aber nicht wegzutreten. Warte mal. Dann mach mal. Also warte. Genau auch beim letzten Glitch war es so, dass mit dem Zurücktreten und Beitreten Glitch ist das. Und ja. Marvin, zählst du runter? Ja. Let's go. Jetzt hört man dann. Ja, ja. 3, 2, 1, yes. So, let's go. Ja, hat's geklappt. So, jetzt drücke ich die rechte Pfeiltaste. Und wie ihr seht, die Bremslichter erscheinen rot. Und ich kann mich nicht bewegen. So, Marvin muss jetzt in einen Arm drücken gehen. Also in Arm drücken und muss mich einladen. Wenn er mich eingeladen hat, muss ich über Party joinen. Aber erst, wenn unten links die Nachricht erscheint. Vielen Dank für Dias, das Auto jetzt verschenkt. Hier müsst ihr euer Handy holen. Und dann bei Jobliste 1 links, bitte Vollstock von links treffen. Dann geht ihr auf den neuen Job. Dann geht ihr auf den Nähfäden. Dann auf den Arm treffen. Und ganz wichtig, Freunde in der Sitzung. Und dann müsst ihr es bestätigen. So. Bist jetzt in Arm drücken drin? Ja, wenn er jetzt die Einladung bekommt, ist er wieder für die Party rein, aber muss dann langsam X drücken. So, let's go, wir warten jetzt auf die Einladung. Ja, müsste jetzt in eine Sekunde kommen. So, unten links ist jetzt die Einladung gekommen und ich join jetzt mal schnell über Party, weil ihr könnt das nicht sehen, weil ich das schnell über Playsee aufnehme, deswegen. Und wir sehen uns gleich, Leute. Party join bei mir. So Leute, ich bin jetzt über Party gejoint und wenn ihr über Party gejoint seid, müsst ihr diese Einladung kommen, genau wie beim letzten Glitch und dann drückt ihr X, wartet bis ihr in den Himmel gezogen wurdet und nicht sofort wieder X drücken, weil dann freest ihr, ihr müsst im Hintergrund hören und warten bis ihr ganz oben im Himmel seid, dann macht es keine Geräusche mehr, dann drückt ihr wieder X, werdet wieder runtergezogen und jetzt ist die mobile Kommandozentrale despawned. Die ist nicht mehr da, die mobile Kommandozentrale. Marvin, was müssen wir jetzt wieder machen? So, Bruder. Du musst ganz einfach machen. Du musst in mein Auto einsteigen. In dein Auto einsteigen? Dann, let's go. Ja. Und außer auf Fahrzeug auf jeder. Gut. Fahrzeugzugang so, auf jeder. Hol ich meine mobile Kommandozentrale. Das heißt, euer Freund, der euch das Auto geben will, muss jetzt eine mobile Kommandozentrale anfordern. Und ja. Der mobile Kommandozentrale ist nicht umgesetzt. Leute, das ist unsere Crew-Farbe. Das heißt, wenn ihr unserer Crew joint, bekommt ihr diese gemoddete Farbe. Nur unsere Crew hat diese Farbe. Deswegen joint doch mal unsere Crew. Die zeige ich euch nochmal hier. Und zwar ist es die. Hier, das ist na klar meine Crew. It's the Black Army Crew. Schicken einfach eine Anfrage. Zum Beispiel jetzt wie hier. Wir haben eine Anfrage bekommen. Die wird angenommen. Und ja, jetzt ist er in der Crew und kann die Farbe benutzen. So, Leute. Marvin, ist deine mobile Kommandozentrale da? Nein. Ich
kann ihn nicht spawnen. Da steht deine mobile Kommandozentrale ist nicht in Besitz. Ja, steig einmal im Auto ein und guck mal, ob du sie dort bestellen kannst. Leute, ich mache hier mal kurz einen Cut, bis Marvin seine mobile Kommandozentrale angefordert hat. Bis gleich. So, Leute, ich hab's jetzt gemacht. So. Es ladet, Ladevorgang. Habt ihr ja, das gemacht, dann muss es einfach so laggen. Und bumm, ihr spawnt in eurer mobilen Kommandozentrale mit dem sexy Auto. So, Leute. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann droppt mir doch mal auf jeden Fall ein Like auf dieses Video. Und ich hoffe, wir schaffen die 7 Likes. Wenn wir das geschafft haben, dann kommentiert doch mal mit Hashtag #itsBlackGTA oder mit Hashtag #BlackArmy. Und wir sehen uns im nächsten Video. Joint doch meiner Community. Abonniert den lieben Marvin auf YouTube. Und joint meiner Community. Hier nochmal ein. Eingeblendet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute. Bis dann. Reingehauen. Cheerio. Bye.